Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Renas Live. Heute habe ich ein Schwangerschaftsupdate für euch über die Woche 37 und 38. Ja, ich weiß, das letzte Update war erst vor 2 Wochen, aber da wir so langsam dem Endspurt sehr nah sind, dachte ich, ich melde mich was eher, denn man weiß ja nie, wann es losgeht. Und zwar habe ich folgende Neuigkeiten für euch. Unser Baby liegt schon so tief im Becken, dass beim letzten Ultraschall schon gar nicht mehr ein Foto machbar war. Ja, man sah nur noch den Hinterkopf, also er liegt richtig rum. Und ja, sogar mein Gebärmutterhals ist schon etwas verkürzt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Nächste Woche geht es wieder zum Frauenarzt und CTG und Untersuchungen stehen bevor. Ich habe auch schon bei dem letzten Mal, wo ich bei der Frauenärztin war, die Überweisung oder Einweisung ins Krankenhaus bekommen, falls es halt wirklich früher losgeht, dass man ja, verschiedene Schritte einfach schon erledigt hat. Aber wir lassen uns überraschen, wann der junge Mann sich auf den Weg machen möchte. Man sagt ja bekanntlich sehr oft, dass die Jungs etwas länger brauchen. Wer weiß. Ich habe auch schon ein paar Mal gehört bei Mädchen, wenn die länger brauchen, sie müssen sich noch hübsch machen. Also gibt es verschiedene Sprüche, wo man nicht so genau weiß, was man darauf geben soll. Wir haben auch in der Woche 36 den Babybauchgipsabdruck gemacht. Ja, fand ich sehr, sehr schön und eine schöne Erinnerung an diese Zeit. Wenn der Bauch dann wieder einigermaßen weg ist, ich meine, es ist ja bekannt, dass der Bauch eben nicht weg ist, sondern man sieht dann meistens noch ein bisschen schwanger aus. Und man muss halt eben was dafür tun, dass man wieder so aussieht wie vorher. Allerdings bin ich von dem Gipsabdruck ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir jetzt weitere 2 Gipsbinden bestellt. Einfach weil er noch sehr, sehr dünn ist und wenn man ihn gegen das Licht hält, noch total durchgucken kann. Und bevor uns der Gipsabdruck eben irgendwie kaputt gehen sollte, habe ich gesagt, nee, lieber nochmal Gips drauf. Ich hoffe, das funktioniert auch und macht den Bauchabdruck nicht irgendwie kaputt. Und ich habe sogar auch noch ein paar Kleinigkeiten bestellt. Und zwar gab es bei Amazon ein Nook-Pflegeset. Und da wir das noch nicht da hatten und es ja jeden Moment vielleicht so sein könnte, dass uns der kleine Mann hier ja, etwas früher raus möchte oder so, habe ich gedacht, ich habe das lieber hier, als hinterher noch groß auf die Suche gehen zu müssen. Und zwar habe ich hier von Nook eine Babybürste. Die kann man sogar bei 60 Grad waschen für optimale Hygiene. Mit weichen Borsten für empfindliche Babyhaut. Sehr cool auf jeden Fall. Dann eine Babynagelschere. Die hat auch vorne so abgerundete Spitzen mit rutschfestem Griff. Und upsa, das da ist eine Schutzkappe. Also wenn man es ausgepackt hat, kann man das eben über die Schere drüber ziehen. Damit es, falls es mal, was ich niemals hoffe, und es wird auch so liegen, dass da eigentlich der Kleine nicht drankommt. Falls es mal in Babyhände gerät, dass hoffentlich so schnell nichts passiert. Aber ja, trotzdem in Sicherheitsabstand lagern. Am besten irgendwo oben im Schrank, so habe ich das zumindest vor. Dann war dabei noch ein Nasensauger. Ja. Zum Absaugen von verstopften Babynasen. Einfach und sichere Anwendung mit Ersatztülle. Na dann, hoffen wir mal, dass das auch was bringt. Und was ich deswegen auch unbedingt, deswegen habe ich es unbedingt bestellt, ein Babythermometer 2 in 1, misst an Ohren und Schläfe, sekundenschnell und präzise, optimal für kleine Babyohren, rotes Warnlicht, wenn der Kleine dann fiebern sollte. Finde ich ziemlich cool und es ist auch so ein Standfuß mit bei. Batteriebetrieben, elektronisch, finde ich super. Ich bin so ein Mensch, ich gehe lieber nur mal sicher, falls ich aus Versehen nur irgendwas falsch ablese und meine, es ist alles in Ordnung und zum Schluss hat er doch irgendwie Fieber. Ist man, finde ich, damit auf der sichersten Seite. Und dann habe ich noch etwas bestellt, was ich finde, was für mich zumindest für die Anfangszeit sich einfach gehört, ist eine Babybadewanne. Sorry, sie ist etwas sperrig. So sieht die aus.
mit einem Wannensitz. Und das ist die Wanne an sich. Ja, dass es Winnie Pooh ist, ist eigentlich nur Zufall gewesen, weil sich preislich eigentlich keinen Unterschied gemacht hat. Ich habe anfangs nicht gedacht, dass die so riesig ist. Aber ich fand halt auch total klasse, dass es ein Set war mit einem solchen Wannensitz. Ich finde, wenn der Kleine mal wirklich mit mir oder mit seinem Papa in die große Badewanne gehen sollte, ist es einfach nur mal sicher, ihn festzuhalten und dass da nichts passiert. Und es war halt einfach auch in einem Set und hat im Endeffekt weniger gekostet, wie wenn ich mich dafür entschieden hätte, den Sitz nicht gleich mitzunehmen und den vielleicht irgendwann mal nachzubestellen. Ich dachte, egal ob man es direkt am Anfang benötigt oder erst irgendwann später, man hat es da und wenn man es braucht, ist es halt eben hier. Das heißt, so eine Anti-Rutsch-Füße und ein Saugnapf, den man dann in die Badewanne, ja, befestigen kann. Finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Und ja, das war es leider auch schon. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wann es losgeht. Und die Vorfreude steigt, den Kleinen endlich sehen zu dürfen und in den Armen halten zu können und zu sehen, wie er ausschaut. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und bis denn. Vielleicht war es ja auch sogar das letzte Update, wer weiß. Tschüss!